Also, total wichtig, und Design Thinking in 8 Minuten geht gar nicht, zumal ich eine Übung machen will, die wird 2 Minuten mindestens, wahrscheinlich 3 dauern, also ich werde mich beeilen. Das bin ich. In Design Thinking lernt man übrigens auch malen, nicht gut malen, aber malen, da habe ich ein bisschen längere Haare. Mein Thema ist Kreativität. Ich komme eigentlich aus der Werbebranche, bin strategische Planerin und habe mich ganz intensiv mit der Tatsache beschäftigt, wie man mit Kreativität Probleme lösen kann. Zunehmend bin ich drauf gekommen, dass man Kreativität überhaupt nicht mehr als Produkt reinverkaufen kann bei Kunden, sondern dass man es mit Kunden gemeinsam einfach erarbeiten muss. Das mit dem Verkaufen funktioniert sowieso nicht mehr ganz so richtig gut. Ich bin dann auf Design Thinking gestoßen und es ist für mich die einfachste und wirksamste Methode, es gibt bestimmt noch viele andere, kollektive Kreativität anzuzetteln, anzustiften. Das sind die Jungs, die mich drauf gebracht haben. Ich kenne ihn nicht persönlich, bis auf ihn da unten. Den habe ich heute zum ersten Mal ganz kurz gesehen. Der David Kelly hat IDEO gegründet, die Agentur, die eigentlich Design Thinking erfunden hat, mit einem Ingenieur zusammen und einem Informatiker zusammen. Dann kam der Hasso Plapper dazu, hat ein bisschen Geld dazu gegeben, sodass ein richtiges Institut draus geworden ist in Stanford, was quer durch alle Disziplinen als Zusatzstudium allen offen steht, und nach diesem Vorbild wurde dann 2007 in Potsdam die School of Design Thinking gegründet. Das Grundprinzip ist eigentlich ganz einfach, eine gute Innovation, die man auch auf die Straße kriegt und die erfolgreich ist, die vernetzt Technologie, Business und Human Values, ist eigentlich banal, aber wenn man sich überlegt, dass 60-80% der Neuprodukte, die auf den Markt kommen, floppen, scheint da irgendwas nicht zu stimmen. Und Design Thinking konzentriert sich auf die Human Values und nimmt das als Startpunkt. Das ist der Mann, der mich überredet hat, das in der Werbung mal kurz ad acta zu legen und mit ihm gemeinsam Design Thinking weiterzuentwickeln, nämlich für Unternehmen. Es ist so, dass im Moment in Berlin, also in Potsdam, 240 Studenten studieren im Jahr und mittlerweile aber auch 600 Leute aus Unternehmen, aus Institutionen Design Thinking trainieren möchten und in ihr Unternehmen implementieren wollen. Das ist das Prinzip. Eigentlich hat sich das entwickelt, auch das Design Thinking, von einer Methode für Erfindung, für Innovation, zu einer Methode, komplexe Probleme zu lösen. Und zwar Probleme aus allen möglichen Bereichen. Nicht nur aus dem Produktbereich, sondern auch aus dem Servicebereich, aus Prozessbereichen, aus Marketing, aus der Strategie etc. etc. 3 Faktoren spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Wo bin ich? Habe ich noch 5 oder habe ich schon 5? Läuft. Super. 3 Faktoren spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Der erste Faktor, die Multidisziplinarität der Teams. Der zweite Faktor ist ein iterativer Prozess, der sehr diszipliniert und strukturiert durchlaufen wird. Und das Schöne an diesem Prozess ist, er vereint 2 Dinge miteinander, nämlich das analytische Denken und das kreative Denken. Das ist relativ anstrengend, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist aber genau für diese multidisziplinären Teams das Richtige, damit die auf gute Ideen kommen. Was noch ein wichtiger Faktor ist, ist das Thema Raum. Der muss so variabel sein. Wir haben uns in der D-School auch eigene Möbel gebaut, Tische, die hoch sind, wo man eher dran steht, als dran sitzt, damit man aktiv bleibt. Whiteboards, die man auch rumrollen kann. Und was dieser Raum eben unterstützen soll, ist Aktivität im Team, Interaktivität. Und was er vermeiden soll, ist die Bildung von Hierarchien, was man kennt, wenn man in diese Meetingräume reinkommt, wo es ganz lange Tische gibt und man weiß schon genau, da oben wird der Chef sitzen oder da unten wird der Chef sitzen oder alle anderen sind ihm untergeordnet. Das sind also die 3 Faktoren. Der Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man sich da irgendwie eine Sache rauspickt, zum Beispiel den Prozess, und dann sagt, das ist Design Thinking, das funktioniert nicht, es funktioniert nur in der Kombination. Das ist das Wichtigste. Das Team, das multidisziplinäre Team, das ist die Stärke im Design Thinking, das ist aber auch der schwache Punkt. Weil je multidisziplinärer, je vielfältiger ein Team ist, desto schwieriger wird auch die Kommunikation im Team. Jeder hat seinen eigenen Kopf und wer, also ich kenne es aus der Agentur, schon mit Leuten zusammengesessen hat, wie zum Beispiel ein Informatiker, ein Grafiker, möglicherweise ein Architekt und ein Psychologe, der weiß, dass wenn die 4 Leute über das Thema Konzept reden oder Strategie reden, die meistens ganz unterschiedliche Sachen damit meinen. Es gibt im Design Thinking deswegen viele Tools, unterstützende Tools, die dazu führen, dass man sich, trotzdem man aus unterschiedlichen Nationen kommt, aus unterschiedlichen Disziplinen kommt, besser miteinander versteht. Was man da also lernt, ist das visuelle Kommunizieren. So kann ich ganz schnell meine Idee
dem Fotografen, dem Psychologen, dem Informatiker einfach nahebringen und wir können uns über etwas unterhalten, das wir alle verstehen. Was auch eine große Rolle spielt, ist das Prototyping. Das ist übrigens eine geniale Idee für eine Wassergeschichte. Also ich dusche morgens und gleichzeitig wird mein Auto gewaschen. Das haben wir geprototypt mit Lego. Und anhand dieser Prototypes ist es viel einfacher, weil ich ein Referenzobjekt habe, schneller zu Entscheidungen zu kommen. Das Entscheidungstempo wird also durch das Prototyping erhöht. Ganz wichtig auch bei Teambuilding für Teams sind Regeln. Die Teams geben sich in der D-School eigene Regeln, die dazu führen sollen, dass ich einfach Blockaden schneller löse oder dass ich schneller auf Ideen komme bzw. Teamkonflikte löse. Das Allerwichtigste aber ist der Team Spirit. Das ist eine Emotionskurve, jetzt muss ich aber beeilen, von einem Team, was total gecrashed ist, da war ich mit dabei. Wir haben das reflektiert und haben festgestellt, was wir nicht gemacht haben, also wir haben zwar Unterschiedlichkeiten toleriert, aber was wir nicht gemacht haben, ist den Unterschied wirklich als Motor, als Inspirationsquelle für neue Ideen zu nutzen. Jetzt möchte ich gerne eine kleine Übung machen, ein Brainstorming-Thema ist die Party für Karin und ich würde euch gerne bitten, darüber zu brainstormen mit einer kleinen Restriktion. Die Ideen, die kommen, die sollen immer anfangen mit Nein, aber. Baut also bitte nicht auf den Ideen der anderen auf. Ich fange mal an, Karin, die genialste Party für Karin. Und meine Idee ist, wir lassen klassische Musik laufen. Als was ganz Besonderes. Nein, aber. Eine Idee? Nein, aber ist total langweilig. Ich würde hier einfach machen. Nein, aber, weiter? Naja, ich würde überhaupt keine Musik machen. Ich würde einen Film zeigen. Ich würde unter Wasser die Party machen, da wird man hier. Nein, aber. Nein, aber keine gute Party ohne super Essen. Wir brauchen erstmal Essen. Nein, aber saufen. Ich finde, nein, aber ich glaube, da wäre eine Performance noch viel besser. Okay. Alle zusammen. Gut. Das Gefühl festhalten? Ja, und? Ich fange wieder an. Karin, ihre Party. Klassische Musik, Wiener Walzer, auf den Ideen aufbauen. Ja, und? Ja, und so richtige Kostüme dazu. Ja, und? Ja, und wir haben das schon. Sehr schön. Ja, und dann haben wir schon eine Eisbar. Ja, und? Und Geschichten aus dem Wiederwald. Großartig. Ja, und noch was selbst singen. Noch was? Selbst singen. Sehr schön. Gut, das war's schon. Ich habe noch 22 Sekunden und ihr könnt kurz sagen, wie hat sich das eine angefühlt und das andere. Aus dem einen Party. Also die Qualität der Idee hat sich verändert. Ja klar. Noch ist, irgendwie? Ja, und es ist einfach kollaborativer, es ist aufeinander aufbauen, stärkend und nein, so Macht durchsetzen, abschneiden, Wähler und. Wie fühlt sich das an? Das eine und das andere? Ja, das Nein aber ist eher demotivierend oder baut eher ab. Bisschen frustrierend, oder? Auf der anderen Seite war das erste vielfältiger. Ja. Das zweite war jetzt in einem Rahmen. Aufgebaut aufeinander, aber es war in einem Rahmen. Emotional netter, aber. Emotional netter, eher eine Idee und das andere vielfältiger, einzelne Ideen sind ein bisschen anders. Sicherlich eher auch in der Reibung und perfekt. Grenzen überwinden? Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es davon abhängt, ob bei der ersten Variante was rauskommt, ob sie Leute haben, die trotzdem immer was haben. Das ist Personality, also Durchsetzungsvermögen, ne? Ja, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.